Jammer. Aber du warst nur einmal im Leben, warst du bei Yuppie, ne? Oder du hast nur einmal, hast du was mit Yuppie gehabt, ne? Ja, einmal nur. Ich bin noch einmal irgendwann mit ihr alleine und beim Mühlenteich hingegangen. Das war davor aber. Und dann, ey, wollte ich mir einen blasen, dann bin ich gar nicht drauf klargekommen. Ich war, da war ich, wie alt war ich denn da? 13, 14 oder sowas. Und die ist Ja. ja damals schon in jungen Jahren, das vergessen die Leute ja, weil, oder das vergessen die, das wissen die Leute ja nicht. Ich bin damals schon mit 11 oder 12, ich weiß nicht, 11, 12, 13, irgendwie in dem Alter, bin ich mit meinem kleinen Fotoapparat durch die Gegend gelaufen, wo man noch Filme gekauft hat, die zu Rossmann zum Entwickeln gebracht haben. Und dann bin ich durch Buxtehude gelaufen und habe Fotos gemacht von Dings, von den Graffitis, weißt du. Ich habe ja immer für die Graffitis in Buxtehude damals schon fotografiert. Und dann stand ich bei einer Brücke, die nicht die Pennerbrücke beim Markauf, sondern die Brücke mit dem Sand, weißt du? Und da stand ich und habe Fotos gemacht. Und dann ist Jappi von hinten so an mich ran und hat gefragt, was ich mache, aber auf so einem Deutsch-Englisch. Die konnte Katrin, die konnte ja kein gutes, nicht so gutes Deutsch am Anfang. Und dann hat die ja, da gefragt, was ich mache, bla bla, und wollte sich mit mir treffen und so, ganz komisch. Und dann hat sie mir gezeigt, wo sie wohnt und sowas. Und dann wollte sie mir, glaube ich, beim Mühltag einblasen, aber da war ich noch zu jung für. Der, die ist damals schon einfach nur auf den Spielplätzen auf und abgelaufen. Und das ist eigentlich pädophil von ihr, weil sie war damals schon über 30. Keine Ahnung, wie alt Die die war war. damals schon über 30 und ist auf den Spielplatz rumgelaufen und hat sich die kleinen Jungs da rausgepickt. Ich Ging gar nicht. verstehe, ich würde gerne verstehen, was in ihrem Kopf vor war, dass sie als Mission hatte, so viele Schwänze so wie möglich zu Du lutschen. weißt doch, also wir haben sie, wo wir sie dann irgendwann aus den Augen verloren haben. Und ich habe mir dann ja. Ich glaube, wann habe ich mir Facebook gemacht? 2011 oder so? Und da, also Jahreszahlen sollte ich auch nicht mehr sagen, weil ich nehme jetzt auch mit teil an der ganzen Geschichte. Mit 16 hast du dir Facebook gemacht, ungefähr. Irgend ungefähr so. Ja. Und da habe ich nach Katrin gesucht und dann irgendwie Katrin, bla bla bla, zack, 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 eingegeben und dann werden dir erst so auch die ganzen Katrins aus deiner Umgebung Ja. gezeigt. Und dann irgendwann war da wirklich Katrin Lee, transsexuell, bla bla bla, so und so, bin ich auf die Seite gegangen und da war das so eine Pornoseite, wo du sie auch anschreiben kannst, sich zum Sex mit ihr treffen und das war sie. Also sie hat dann irgendwann auch als Glaubst du, sie weiß von den Stories? nein. Katrin Lee. Ja, aber so, ich kann das so sagen, weil das war ihr Künstlername anscheinend. Als so, weißt du, sie war ja Nutte, also sie war eine Prostituierte. Ich werde mich sofort nochmal mit ihr treffen. Ich sag das so, wie Ja. es ist. Ich werde mich nochmal mit ihr treffen. Mir doch egal, ob du aus Baumeln, Digga, die hat so gut geblasen, Mann. Jammer. Also einen Blowjob werde ich mir auch nochmal geben Ja, lassen. auf jeden Fall. Ja. Safe. Safe. 100 Pro. Da sind wir aber auch Schwester beide. von Bruce Lee, safe. Ja. Da haben wir beide aber auch ein Trauma bekommen von der, Digga. Ja. Was willst du machen? Überlegt euch einfach mal, was willst du machen? Du kriegst den besten Blowjob deines Lebens, dann noch zusammen mit deinem Bro, einer mit Handbetrieb, einer mit Mund abwechselnd und du stehst da und machst einfach nur diesen und es fühlt sich so fucking gut an. Und dann, Digga, du feierst dich dafür, alles ist gut und dann stellt sich später raus, das war eine Transe, aber es ändert ja nichts an dem Gefühl, was sie an deinem Schwanz ausgelöst hat. Ne. Das ist es halt. War schön. Ja. Das war wirklich schön. Ja, Michelle, warst du Michelle. auch mal dran? Und jetzt bitte ehrlich. Jeder war dran. Naja, er antwortet jetzt extra nicht. Es gibt ja so viele Leute von uns, die sie auch in den Arsch gebumst haben. Eventuell, sagt er. Okay, dann sagt schon alles. Ja, also da war wirklich jeder drauf. Guck mal, Michelle schreibt, alle waren noch alle dabei. Alle waren Alle da. waren da. Ja. Ich weiß aber, die besten Geschichten finde ich immer noch mit Dings. Wie hieß diese eine Name mit diesen Engelslocken, mit der du auch mal was hattest? Die Sarah. Sarah. Von der finde ich immer noch, wir nennen nicht den Namen. Nein. René hatte mal was mit so einer Sarah. Die hat immer ein bisschen Nase hoch gehabt, fand ich. Hat immer gedacht, es wäre ein bisschen was Besseres. Sie war auch Tochter von zwei Lehrern. Ja. So, und die haben sie halt auch immer schon dementsprechend, du bist was Besseres als deine Mitschüler erzogen. Aber sie ist mit einem Kollegen von uns, mit Hermann. Und Hermann ist der absolute, Digga, ich kann auch von Hermann Geschichten erzählen, das ist nicht normal. Also, wenn ihr denkt, wir hatten eine Schraube locker, Hermann war ganz brutal. Und Hermann ist mit ihr auf die Aral-Tankstelle-Toilette gegangen und hat sich von ihr einblowen lassen. Und ihm hat das nicht gefallen. Er hat nur einen Halbsteifen gehabt und er fand, sie konnte nicht gut blasen. Ja. Und dann hat er ihr einfach, weil er auch gemerkt hat, er muss pissen, hat er ihr einfach ins Gesicht gepisst, ist gegangen. Und Also, das ist auch eine harmlose Geschichte von Hermann. Hermann war ein Tier. Also wir hatten ja, also ich persönlich hatte mit Hermann nicht allzu viel zu tun, aber wenn man was von Hermann gehört hat, der hat auch bei Yappi ins Kopfkissen gekackt. Nein, das stimmt nicht. Doch, er hat bei Yappi. Nein, Doch, nein, Walla Habila, ich wo hat weiß. er denn ins Kopfkissen gekackt?
bei der, der... Ah, ja, 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 ja. Nee, okay, wir sagen keine Namen. Bei der, bei der Frau von, naja, du nee, weißt, ja, ja, der, bei okay, der hat er ins Kopf gesetzt. Bei der hat er ins Kopf, hast du recht, Entschuldigung. Er war bei ihr zu Besuch, sie ist pissen gegangen oder so, er war alleine im Zimmer, hat Langeweile gehabt, hatte keinen Bock mehr. Hat ihren Bezug vom Kopfkissen runtergemacht, hat ihr ins Kopfkissen gekackt, hat den Bezug wieder rüber gemacht und ist gegangen, ohne Tschüss zu sagen. Und sie ist ins Zimmer gegangen und sich gewundert, warum es so nach Scheiße stinkt. Stimmt, das war die. Nee, was hat er denn bei ihr bei Dings gemacht? Ah, nee, bei Jappi haben die immer. Bei Jappi hat er nur Ficky Ficky. Ja, die haben da immer Absturz. Jappi war auch immer aus ihrem Dachfenster, hat sie immer mit ihren Alkflaschen, hat sie immer, komm mal hier hoch. Mach ein Trinki, mach ein Trinki, komm mal hoch. Und dann sind immer alle hoch da, ne? Am Wochenfreitag, so Wochenende, Freitagabend, alle da bei Jappi vors Fenster und sie stand dann da mit ihren Bacardi und Wodkaflaschen und hat dann halt die kleinen Jungs animiert, alle hochzukommen zu saufen, dass sie die alle vernaschen kann. Sie hat ja auch, am besten fand ich immer noch, ich werde keinen Namen sagen, weil er immer schon gesagt hat, ich soll es nicht mehr sagen, aber du weißt bei Computer. Soll ich einmal sagen? Erzähl die Story noch einmal, aber nicht mit richtigen Namen. Also ich war damals, du hast es ja auch schon. Ich bestreite das bis heute im Übrigen. Nein, wir sagen auch keine Namen so. Aber ich war ja dabei. Du hast es, glaube ich, auch schon einmal erzählt. Ja. Und ich war damals mit zwei Kollegen unterwegs. Da sind wir auch da über die Brücke von Markov und wollten dann Richtung Mühlenteich. Und dann weißt du doch, gibt es doch die eine Brücke, wo wir auch mal geangelt haben. Und wo du auch ab und zu mal, da ist ja legale Graffiti-Fläche. Und dann geht es doch so ein Waldstückchen rein. Ich weiß, ja. So, da eine bin ich. Bahnschiene. Genau. Und wir sind halt gerade diesen besagten Weg lang zum Mühlenteich gelaufen. Ich mit zwei Kollegen. Und da kam uns Jappi entgegen und meinte, komm mit, mach ein bisschen Blasi-Blasi. Und die anderen beiden waren halt schon voll dafür und haben sich auch schon mal blasen lassen. Ich zu dem Zeitpunkt war noch nicht am Start. Ich habe auch noch nie zu dem Zeitpunkt gefickt und so. Das war noch total die Jungfrau. Da sind wir dann halt mit. Ich habe gesagt, komm, guckst du die Scheiße mal an. Nein, das war nicht Holle. Nee. Das war keiner, den ihr kennt. Da sind wir vor dieser Ghetto-Bridge, sind wir in so ein kleines Waldstückchen rein. Und die beiden dann halt... Die beiden dann halt standen dann da, haben sich halt die Dings aufgemacht, Jappi in der Mitte und sie hingen dann da. Ne, Quatsch, erstmal bei dem einen und dann bei dem anderen, dann macht sie, Digga, das darf ich gar nicht so zeigen, ne? Doch. Ja, dann macht sie halt den, ist ja gerade voll dabei und irgendwann macht sie. Und dann guckt sie mit den beiden Pimmels, guckt sie mich an und meint dann so, it's stinky. Und dann, das war so lustig, ich stand da und ich musste, ich bin gar nicht auf die Situation klar. Ich habe gesagt, diesen nicht, dieser stinky. Ja, it's stinky, so auf dieses Deutsch-Englisch, wie du vorhin schon gesagt hast. Oh, it's stinky, aber hier noch die beiden Peels so in der Hand, wisst ihr, wie ich meine? Und das war so, also das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. An der Stelle bin ich auch wirklich froh, dass ich keine Frau bin. Obwohl, eine Möse kann auch stinky machen. Oh ja, aber Jappi hat uns schon heftig geprägt. Jappi hat wirklich unser komplettes Leben auseinandergenommen, ja. Und ich weiß doch, wo Jack, das ist nicht mal 100 Meter von hier, mein Kollege Jack Weed war Freitag bei mir, hat bei mir gepennt, wir haben gekifft. Und am nächsten Tag, Samstagabend wollte er dann, oder Samstag wollte er nach Hause fahren, oder Freitag, weiß ich mehr ganz genau, wollte er nach Hause fahren und wieder nach Hamburg. Ich sag, okay, alles klar, bla bla. Am nächsten Morgen habe ich mich mit Dulli Ali getroffen, haben wir einen Joint geraucht, glaube ich. Und sind mit meinem damaligen Hund, mit Vincent, aka Hundesohn, gegangen. Und haben dann hier vorne bei der Schule, sind wir spazieren gegangen. Auf einmal kommt uns Jack entgegen. Wir gehen so zu ihm hin und sagen, Digga, oder ich. Digga, Jack, du wolltest doch heute wolltest doch nach Hamburg fahren. Was machst du denn hier? Ja, ich habe eine Alte kennengelernt. Ich sage, wow, wo wohnen die? Er zeigt so auf da vorne. Ich sage so, nein. Die da oben im Dachgeschoss? Ja, ja, aber die wollte nicht ficken, sondern hat nur geblasen. Sie meinte, sie hat ihre Tage. Und sagt, hast du auch heftig mit ihr rumgemacht oder was? Ja, Dick Zungenkuss, hab ihr ein bisschen so Arsch gefasst. Mhm. Aber sie hat gesagt, sie hat ihre Tage. Ich sag, Digga, du hast mit ihr rumgeleckt? Ja, voll geil und so. Und Digga, Ali und ich, Digga, wir haben uns nicht einbekommen. Und sag, die oben da im Dachgeschoss? Ich sag, ja. Ich sag, Digga, das ist eine Transe, Mann. Er guckt mich an, kreidebleich. Ich sag, Digga, das ist Jappi. Die hat ganz buxtehude schon eingeblasen und du hast mit ihr heftig rumgeleckt. Digga, und danach war Lachfest meines Lebens. Ja, Digga, ich hab so träge gelacht mit Dulli Ali. Und Jack war einfach nur blass und wusste nicht, was er sagen soll. Hat auch Scham auch ein bisschen gelacht. Ja, das ist, also ich sag, also über Jappi gibt's das Story. Ich weiß auch noch damals, sie hat wirklich, also die hat damals ja schon, wir waren ja relativ spät dran. Ja, ja. So vor uns war ja schon gefühlt die ganze Stadt da drüber und wusste Bescheid so, wir wussten halt von nichts, wir dachten, wir wären cool, so, weil wir hier oben in der Süd in unserer eigenen Welt so gelebt haben
Und ich habe aber auch damals dann mitbekommen, dass sie da halt, dass einer von den ganzen Jungs, die auch hier in Buxtehude immer halt auf krassen Hunter gemacht haben und hier alle Weiber weggeflankt haben und meinen, sie hätten jede gehabt, hat richtig auf Romanze mit ihr gemacht und war auch mit ihr zusammen sogar. Ja. Mann. Also die saßen da wirklich so mit richtig. Nachnamen M auch, oder was? Ja, ja. Oha. Und die saßen dann auch so richtig, so wie zwei Verliebte saßen sie dann am Mühlenteich so auf der Bank und haben rumgeleckt und rumgeküsst und das war total heavy, Alter. Das war wirklich, die Frau, die hat hier, die hat wirklich eine ganze Stadt aufgeräumt. Hat Manu das echt gemacht? Ja, mein Vorname ist voll in Ordnung, Digga. Was ist los, Alter? Das war wirklich... Ob die noch lebt, natürlich. Jappi, melde. Guck mal hier, Michelle sagt auch, ja, es war MM. Ja, ja. Jappi, falls du das siehst, melde dich bei uns. René und ich vermissen dich, wirklich. Du hast uns geprägt. Ich will noch einmal dieses Gefühl an meinem Schniedelwurz haben. Bisschen mit Dingsbums, mit Stoppeln hier. Ja. Das hat, wahrscheinlich sind wir deswegen so früh gekommen, Digga, weil die hier so Stoppeln Nein, hatten. Ich hatte keinen Stoppeln, du Spinner. Was für Stoppeln, Digga. Ja, du musst ehrlich sagen, die hatte ein schönes Gesicht. Ja, ja, ja. Die hatte eine schöne Frauenfigur. Und die hatte auch, die hat auch Hormone geschluckt, weil die hat ja auch so eine richtig zarte Stimme gehabt. Ja, und auch Titten und alles. Ja, ja. Boah, Bruder, die war eine Eins. Ja, das war wirklich, also, ja. Ich fand die gut. Jappi plus Memo. Ne, Memo glaube ich, ne, Memo hatte nie was mit Nee, mit nein, Memo, ist, Memo wird niemals sowas machen, Digga. Niemals, niemals. Das höchste Gefühl ist, wenn ich mal mit Memo in Hamburg mit Reeperbahn und wir an den Transenpuffs vorbeigehen und mal hochgucken und so ein bisschen lachen. Aber das, ich kann mir richtig Memo vorstellen. Ah. Will er nicht, ne? Ah. Nein. Also bei Memo ist so, also wirklich, das liebe ich an ihm. Das mache ich oft, weil ich seine Überzeugung dabei geil finde. Ich, mit dir ist ja, wenn ich mit dir irgendwo unterwegs bin und da geht eine, sagen wir mal, nicht gut, so gut aussehende Frau. Und dann sag ich zu dir, würdest du die und dann sagst du immer einfach so dieses, jo. Ja. Und bei Memo ist genau das Gegenteil. Wenn er irgendeine eklige Alte mit Hängetittis und irgendwie, keine Ahnung, 150 Kilo und ich dann zu Memo sag, ey Memo, würdest du die ficken? Dann kommt immer bei ihm zu dieses 100%, diese 100%, das liebe ich, wenn er das macht, Digga. Was wäre denn, wenn sie heute nicht mehr so gut ist und das nur eine gute Erinnerung war? Dann wäre doch die Erinnerung zerstört. So nee. Eine Frage stellt auch eine Frau. Das kann auch nur eine Frau stellen, sage ich genauso, wie es ist. Die ist voll kompliziert, was, da kannst du auch, da musst du erstmal gefühlt halbe Stunde drüber nachdenken. Du, oder ich bräuchte halt einfach mich nur, ich bräuchte ja nur die Augen zu schließen und das Gefühl von früher würde ja wieder über mich kommen, wenn sie mit ihren kräftigen Männern. Nein, Quatsch, Alter. Warum jetzt so also locker ich bleiben? Ich sag euch ehrlich, auch wenn ihr es nicht fühlt, aber die hatte weder Männerhände noch die hatte nichts vom Männlichen, außer vielleicht einen Pietelbaumeln. Ja. Und den haben wir nie angefasst oder gesehen. Du hast sie, hast du, jetzt ehrlich, hast du sie mal in den Arsch gebumst? Nein, oder nicht? Nein, nein. Nee. Du hast sie nur einen blowen lassen. Ja, ja. Ich habe aber ein bisschen so an den Arsch rumgegrapscht und so, ne? So ein bisschen, halt, bisschen gefummelt und so. Und sie hat auch mal ein bisschen Arsch gezeigt, aber halt wirklich null, null. Also das finde ich jetzt aber auch frech. Ja, da sind vereinzelt ein paar Kappas. Bei mir würdet ihr jetzt durchdrehen mit Kappa. Warum? Ja, weil, ne? Hast du dich schon mal in den Arsch gekriegt? Nein. Dann ist die Ironie, dass, dann würden alle bei mir Cover posten, weil ich es doch gemacht habe. Nee, aber meine Leute wissen halt auch, dass ich... Ja, jetzt könnt ihr euch das Cover sonst wo anstecken.